Hallo Leute, ich bin's, Launa2Zorro. Yeah, wir sind hier bei Let's Play Minecraft, meinem neuesten Let's Play. Und heute wollen wir mal richtig durchstarten. Yo, okay, Epic. Worlds. Weil es wird nicht nur eine Welt sein, wir werden auch noch durch die Hölle gehen. Yeah. Okay, die Welt wird geladen. Ich dachte mir so, ja, ich mache jetzt einen Uploadplan regelmäßig, so 5 Parts pro Tag, damit alle zufrieden sind. Und ich denke, da könnt ihr euch dann freuen. Und ja, als erstes machen wir das, was... Oh, was habe ich denn hier nur für... Vielleicht soll ich mal ein paar Fenster im Hintergrund schließen. Tja, sowas passiert natürlich. Epic Fail. Ja, was ich heute mit euch geplant habe, ist auf jeden Fall erstmal in dieser Welt ordentlich durchzustarten. Und dazu brauchen wir erstmal dieses Holz. Dieses Holz sieht ein bisschen anders aus als Holz von anderen Bäumen, denn es ist Birkenholz. Hier seht ihr, wie ich gerade das abholze. So, und jetzt ziehen wir das hier in das Handwerks, in die Handwerksbox rein und können Birkenholzbretter rausholen. Oh, wir haben einen Setzling bekommen, weil der Baum langsam zerfällt und die Samen davon kriegen wir. Ich hab Samen gesagt. So, und jetzt Birkenholz können wir hier einfach so 4 Stückchen zu einer Werkbank verbraten. Und die werden wir jetzt hier einfach mal so hinbauen, weil wir lustig sind. Und, ja, dann können wir schon unser, können wir schon Stöcke herstellen. Natürlich, jeder von uns hat einen Stock in seiner Hose. Aber, diese Stöcke hier sind noch ein bisschen wichtiger, weil wir können sie benutzen, um zum Beispiel Spitzhacken zu machen. Und mit diesen Spitzhacken können wir hier Steine abbauen. Das wird uns doch ungemein nützen. Weil jetzt können wir nämlich mit diesen Steinen, ihr habt gesehen, unsere Spitzhacke ist jetzt ein bisschen, beschädigt. Aber mit den Steinen können wir jetzt eine bessere Spitzhacke bauen. Eine Steinspitzhacke. Und mit dieser können wir wiederum Eisen abbauen. Was wir dann weiter unten noch finden werden, wenn ich jetzt ein bisschen runtergrabe. Und dann haben wir eine Eisenspitzhacke. Jawohl. Mit dieser kann man übrigens auch... Ah, wir haben hier noch Kohle. Das ist jetzt kein Eisen, das ist Kohle. Und wir kriegen Erfahrungspunkte, wenn wir die Kohle heraushämmern. Ja, das ist auch schon mal super geil hier, was wir hier schon alles für Items bekommen haben, gefunden haben. Und ich sag euch, das geht jetzt Schlag auf Schlag immer so weiter. Es wird richtig epic, dieses Let's Play. Natürlich solltet ihr dann auch einen Kommi da lassen und teilen, liken, verbreiten, wie sich's gehört. Und allen euren Freunden zeigen, wie geil dieses Let's Play ist. Und dass ich so ein toller Kerl bin. Jetzt habe ich mich versprochen, ja. Und ja, als nächstes brauchen wir wieder ein bisschen Stöcker. In dieser Minibox kann man nicht allzu viel craften, aber dafür reicht es jetzt gerade mal. Für eine Fackel. Ist auch ganz nützlich, weil die Fackeln braucht man ab und zu mal. Hier auch wieder. Eigentlich hierfür können wir auch die Spitzhacke aus Holz nehmen. Die ist halt nur ein bisschen langsamer. Und kann halt kein Eisen abbauen, deswegen, wenn wir Eisen oder Kohle oder so sehen, dann nehme ich lieber mal die andere raus. Nicht, dass uns wertvolle Rohstoffe verloren gehen. Wir haben uns nämlich das Ziel gesetzt, zu einer großen Energielieferantenmacht wie Russland zum Beispiel zu werden. Und dann können wir alle Mitspieler in diesem Spiel kontrollieren. Nein, nur ein Scherz, natürlich gibt's keine Mitspieler. Ich bin ja als einziger in dieser riesigen Welt und kann sie mir nach meinen Wünschen gestalten, was natürlich relativ geil ist. Vielleicht kennen manche von euch dieses Spiel. Ich habe jetzt ja noch hier die Steinspitzhacke genommen, weil es einfach ein bisschen schneller geht. So, hier bauen wir unsere zweite Fackel hin. Und hier sehen wir schon etwas, und zwar Kies. Kies kann man mit der Schaufel gut abbauen, dann kriegt man auch Feuersteine raus und so. Aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Oh, wir sind in einer unterirdischen Höhle gelandet. Oh, zack, hier kann man schon direkt
Eisen finden, was wir natürlich mit der Steinspitzhacke abbauen, nicht mit dem Stocke. Und dann können wir daraus auch bald eine Eisenspitzhacke bauen. Es kann uns sehr behilflich sein, weil wir damit dann wiederum auch Gold abbauen können. Vielleicht finden wir in dieser Höhle sogar noch Gold. Wäre relativ epic. Hier ist noch ein bisschen Eisen, was natürlich sehr nützlich ist. Gut, mal schauen. Hier ist noch mehr Eisen. Also wir haben hier eine richtige kleine Eisenmine gefunden. Das finde ich schon mal super. Allerdings müsst ihr bedenken, dass wir das somit nur Eisenerz haben. Und dieses Eisenerz, das kann man noch nicht direkt zu einer neuen Hacke verschmelzen. Dazu braucht man erst einen Ofen, in dem man das Eisenerz schmelzen kann. Und dann, ja, vielleicht die Leute von euch, die im Stahlbetrieb arbeiten, kennen das. Ich habe ja mein ganzes Leben lang noch nicht gearbeitet, obwohl ich natürlich mit Let's Plays, die ja auch sehr viel Zeit kosten und sehr viel Aufwand, schon Geld auch verdiene. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass Werbung vor dieses Video geschaltet ist, dass ich es monetarisiert habe, wie wir das nennen, wir YouTuber. Aber ich denke, das ist auch definitiv verdient, dass ihr das dann auch auf die Werbung klickt und so weiter, damit ich auch Geld kriege, weil ich mache mir hier echt Mühe für euch. Und ja, wäre natürlich super, wenn ihr mich dafür entlohnen würdet. Aber ich kenne euch ja, ihr seid super Abonnenten. Ich habe euch richtig viel zu verdanken und ihr macht das für mich. Da kenne ich euch doch. So, die Steine. Oh, da habe ich ein bisschen zu weit gebaut, aber egal, wir haben genug Steine und jetzt können wir schnell wieder hoch. Bauen uns erstmal einen Ofen. Ey, du Schaf! Wie geht's? Ich hack dich erstmal kaputt. Ey, Wolle. Wolle können wir auch noch später färben. Da schauen wir mal. So, aus diesen Steinen können wir jetzt erstmal einen Ofen bauen. Oder craften, wie man es in der Fachsprache nennt. Gut. Was mir gerade einfällt, ist, dass man, glaube ich, auch. Ah, genau so ging das. Man konnte, glaube ich, aus dem Löwenzahn jetzt, genau, konnte man gelbe Farbe rausholen. Und dann mit der weißen Wolle konnte man dann gelbe Wolle erschaffen. Die sieht doch schon mal noch viel cooler aus. Ja, super. Dann können wir hier die Kohle, die wir gefunden haben, reinsetzen. Und dann das Eisenerz schmelzen. Diese Flammen geben an, wie viel von der Kohle an Energie so verbraucht ist. Und ja. Dann, wenn sie unten sind, dann wird das nächste Kohlestück verwendet. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall reichen. Und in der Zwischenzeit werde ich mir auch mal kurz ein Schwert bauen aus Stein. Noch voll das Mittelalterschwert. ich meine natürlich Neandertaler. Ah, und hier ist ein Schaf mit grauer Wolle. Das ist jetzt ein bisschen dreckig irgendwie gewesen. Ich weiß nicht, warum das grau ist. Aber gibt ja auch schwarze Schafe, von daher. So. Haben wir noch ein bisschen mehr. Wir haben auch hier wieder Erfahrungspunkte bekommen. Und hier seht ihr auch überall Löwenzahn. Und den werden wir uns auch einfach mal holen. Dann können wir noch mehr Wolle einfärben. Und gerade laggt so ein bisschen. Natürlich ziemlicher Fail, wenn es direkt in der ersten Aufnahme so laggt. Aber ich denke, das Video und vor allem mein Kommentar ist schon ziemlich geil. Von daher. Da könnt ihr mal kurz darüber hinwegsehen. Oh, und habt ihr das da hinten gesehen? Da habe ich eine Blume gesehen. Eine rote. Na, hier ist erstmal nur noch ein Löwenzahn. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht verirren. Weil wenn wir nicht wieder zurückkommen, dann ist das natürlich ziemlich dangerous. So ganz allein. Ah, und seht ihr da? Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht reinfallen. Aber hier sind ganz viele Rosen. Die können wir natürlich auch nehmen, um Wolle zu färben. Ja, das ist doch schon eine ziemlich spannende Reise hier. Ich
Ich baue noch mal ein bisschen Holz ab. Oh, wir haben bisher erst zweimal auf Holz geklopft. Das ist natürlich. Normalerweise sollte man das zuerst mal erreichen, diese Errungenschaft, aber. Ja, jetzt haben wir schon eine Errungenschaft. Das ist natürlich ziemlich geil. Episch, wie weit wir hier schon vorangeschritten sind. Jetzt muss ich natürlich den Weg zurückfinden. Werden wir es schaffen? Ich weiß es nicht. Aber doch, da ist unser Ofen. Ein Glück, dass er so hell leuchtet. So. Und, na, wir werden es tatsächlich nicht ganz schaffen mit dieser Kohle, die wir bisher haben. Aber, Leute, wir haben natürlich gerade auch was gesehen, was uns ziemlich weiterhelfen kann. Nämlich, ich spreche von diesem. Muss ich es hier wieder abbauen? Ich spreche von dieser kleinen Schlucht, die wir gerade irgendwo gefunden haben. Müssen wir natürlich wiederfinden. Ich sehe sie gerade nicht. Aber dafür habe ich hier Rosenbüsche gefunden, oder was das ist. Dürften Rosenbüsche sein. Ansonsten sind es Tomatenpflanzen. Und ja, das läuft doch super hier. Mal schauen, ob wir die gebrauchen können. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber jetzt müssen wir mal nach der Schlucht gucken. Ich glaube, ach genau, da war die Schlucht. Und hier haben wir auch schon Kohle wieder. Ich glaube, die konnte man auch mit der Holzhacke abbauen. Bin mir aber nicht sicher, doch geht. Das ist natürlich super. So, und dann haben wir es auch gleich hier. Super, jetzt haben wir deutlich mehr Kohle. Natürlich kein Geld, sondern richtige Kohle. Und ja, jetzt müssen wir natürlich irgendwie wieder den Weg zurückfinden. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Aber ich denke, ich werde den richtigen Weg doch noch irgendwie finden. Und gleich ist Nacht. Die erste Nacht ist in Minecraft immer ziemlich schwierig, weil dann kommen die ganzen Zombies und so weiter an. Aber ich denke, das schaffe ich locker. So, jetzt können wir hier weitere Kohle einbauen. Und ja, nur noch ein Eisenerz ist nötig, von daher. Das passt schon. Und der Ofen brennt auch noch relativ gut, aber ja. Schauen wir mal. Na, jetzt ist, glaube ich, Nachteinbruch. Und was wir einfach machen bis zur nächsten Nacht ist, wir graben uns unterirdisch so ein bisschen ein. Das wird das Schlauste sein. Hä, ich hab gereimt. Okay. Das Witzige ist, unsere Blöcke fallen auch nicht runter, wenn wir da irgendwie jetzt drunter graben. Da können wir hier einfach verschließen. Bauen wir hier noch eine Fackel an die Wand. Und zack, wohnen wir hier in einem wunderschönen Örtchen. Und können hier sogar noch was craften. Und ich glaube, was wir jetzt machen ist, wir craften uns ein Bett. Falls es klappt mit verschiedener farbiger Wolle. Doch, geht. Wir haben ein Bett. Und haben tatsächlich jetzt schon eine kleine Wohnung, wenn man so will. Und ja. Ich denke, das war schon mal ein ziemlich aufregender erster Tag in dieser Welt. Und ich bin mir sicher, ihr bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Was sage ich dann gleich? Ciao, Herr Lanzer Zorro. Aber erstmal wollen wir natürlich noch eine Eisenspitzhacke craften. Yeah. Das ist natürlich jetzt ziemlich epic. Okay. Und dann würde ich sagen, ciao. Cool, dass man das durch den Chat schreiben kann. Und ja, ich lege mich jetzt erstmal um. Leider keine Bitch da, die ich hier irgendwie knallen könnte, aber naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich, euer Leonis Cicero. Es ist wieder Tag.